Hallo, wir begrüßen Sie im Gefäßzentrum des FOK Düsseldorf. Wir möchten Ihnen mit diesem Clip einige Informationen über unser Gefäßzentrum geben. Wir beschäftigen uns in 90% der Fälle mit verstopften Arterien oder Schlagader des menschlichen Körpers. Unsere Aufgabe ist, diese Versorgungswege offen zu halten und wiederherzustellen. Wir führen tagtäglich komplexe Bypass-Operationen durch in klassischer Weise oder kombiniert mit endovaskulären Verfahren. Gleichwohl arbeiten wir im Gefäßzentrum mit der neuesten Technologie. Zum Beispiel benutzen wir in der Radiologie den sogenannten Jetstream. Das ist eine Rotationsthrombektomie. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir werden über einen Gefäßzugang einen kleinen Bohrer in ein Gefäß einführen und mit diesem Bohrer Gefäßverschlüsse oder Einengungen freibohren können. Also, das ist das Bein. Ich möchte Ihnen noch mal kurz demonstrieren, was wir gerade bei der Patientin gemacht haben. Anhand dieses Schaubildes kann man ganz gut sich das vorstellen. Und zwar haben wir einen Zugangsweg gewählt über die Leistenarterie und konnten einen Katheter in die große Oberschenkelarterie einführen. Geben dann immer mal wieder ein bisschen Kontrastmittel, sodass wir mit Röntgenbildern eben die Anatomie der Gefäße des Oberschenkels darstellen können. Wir werden gleich den Bohrer in das Gefäß einführen und dann mit dem Bohrer das Gefäß freibohren und gleichzeitig wird über ein Saugsystem die Plaques, die abgebohrt werden, werden abgesaugt werden. Die Physiotherapie ist ein wichtiger Bestandteil im Gefäßzentrum. Nach der Operation gehen wir zum Patienten, um die Beinbewegung bzw. Beinkräftigung wieder zu aktivieren, um die Durchblutung und den Stoffwechsel anzuregen. Wir hoffen, Sie konnten einige Eindrücke über unser Gefäßzentrum gewinnen. Bei Fragen wenden Sie sich an das Sekretariat des Gefäßzentrums.